brauche halt 4 Outputs. Hast du gerade was zu tun? Ja. Scheiße. Den muss ich auch noch selber bauen. Mein Kupfer-Nickel-Dinger. Also. So, davon habe ich genug. Oh shit, von dem Rest haben wir gar nichts mehr. Ich bin gerade dabei, dieses Asbest durchzusuchen. Also, das kann sein, dass wir es noch gar nicht haben. Wo ist MC Gamer, wenn man ihn mal braucht? Okay, ich brauche sehr viel Maschinenhals. Brauchst du auch Maschinenhals? Nein. Gravel durch Tin Alloy, das haben wir doch bestimmt schon gemacht. Würde ich nicht unterschreiben. Ach, haben wir ja 4000 da oben drin. Ne, 8000 sogar. Okay. Hä, wobei es... Tin Alloy? Ist das nicht sogar das, was wir die ganze Zeit sieben lassen? Tatsächlich. Ja. Haben wir noch nie gemacht. 8000 Stück drin. Das heißt, das kann ich jetzt durchhauen. So. Aua. Dann brauche ich noch Tin Cable. Da. So, 3 Stück davon. Da kriegt man sogar Magnesium als Nebenprodukt. Dann brauche ich 6 Inputs und... Warte mal, der eine braucht 4 Outputs, der andere braucht 3. Wobei, kann man eigentlich auch 4 draus machen. Nee, gar nicht mal. Oh, Handy-Akku ist schon wieder leer. Schau mir da. Ja, der Akku ist mittlerweile ein bisschen kaputt. Also gut, das Handy ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Da darf der Akku schon langsam mal ein bisschen schlechter werden. Ja. Vor allem bei einer asiatischen Firma. Oh, was soll das heißen? Dass die meistens nicht so gute Qualität haben. Naja. So, warte. Ich brauche 3 und 4. Das heißt, ich brauche 7 Outputs insgesamt. Ach du Schande. Haben wir kein Auto-Refill? Bronzeplatten. Warte mal, das sind 7, 21 brauche ich insgesamt. So. Dann brauche ich 6 von denen Medium Bronze. Haben wir sogar noch. So. Dann habe ich das Pumpe habe ich. Die Pipes habe ich. Dann brauche ich noch eine Turbine. Ich werde jetzt eine ganze Basic Steam Turbine dafür nutzen, damit wir eine Pumpe betreiben können. Wow. Naja. Nutzen ist da. Ja, gut, wenn wir irgendwann mal ein bisschen besser oder mehr Wasser verbrauchen, kann man sich mal überlegen, eine größere Pumpe zu nehmen und dann vernünftig den Strom abzuzwacken oder so. Weil wahrscheinlich würde das, was übrig bleibt, an Strom sogar reichen für die Pumpe, aber ja. Ich wollte jetzt keine MV-Pumpe bauen. Weil die kostet Aluminium ohne Ende. Deswegen braucht man ja auch nicht. Was brauche ich noch? Ein paar kleinere Pipes brauche ich noch. Weil wir für Wasser eh nicht so viel brauchen. Polyethylen-Pipes brauche ich noch. Was brauche ich noch? Input, genau. Was habe ich jetzt gesagt? 7 Outputs, oder? 8, oder? Ja, doch, ich kann da nicht. Nee, ich brauche bei dem 7 brauche ich sogar nur. Also ich muss halt ein bisschen Material sparen, deswegen muss ich möglichst wenig machen. Heißt, ich brauche 4 und 5, das heißt, ich brauche 9 Maschinenhals. Ja. Das kostet Stahl. Ich kann weitermachen. In Massen. Ja. Tin Cable.
Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil wir haben Nickel. Ah ja. Nickel haben wir vielleicht. Aber nicht viel. Und Kupfer ist auch Was? nichts, aber. Wir haben noch voll viel Ja, Nickel. nö. Ich kann jetzt nochmal nach suchen hier. Ja, nicht Ach, einmal das alle ist so Glück Silber. haben. Okay. Ja. Aber Ah, doch, hier ist da noch sind auch Nickel. anderthalb Stacks. Aber mehr nicht. Es Ah, okay. reicht. Ich habe genau 4, 6 von beiden. Ah, okay. Wie viel habe ich gesagt? Neun, oder? Vielleicht. Wenn nicht, bist du schuld, dass ich zu viel gebaut habe. So. Der Kram kommt alles rein. Der Kram kommt da rein. So. Output. Brauche ich insgesamt 7? Ich habe einen zu viel gebaut. Cool. Shit. Okay. Zwei davon. 9 von denen. Zwei von denen und ein Glas. Okay, passt. Nein. Okay. Gut, Was denn? ich kann es aufbauen. Ja, dann Bau. Ich brauche Flint, das, wo ist das alles hin? Hast du mir das geklaut? Flint Dust ist bei dem Macerator drin, ne? Genau. Ach ja. Ah ne, wir haben ja mittlerweile da drüben auch Pipes, die runtergehen. Ja. Leitern. So, wie sieht's hier aus? Immer noch nicht voll. Oh, das dauert aber. Warum ist denn das noch nicht. Ach du Schande. Ja, gut. Es läuft dann irgendwann mal voll, hoffentlich. Gut, das heißt, hier brauchen wir überall Dampf. Mensch, So. Jetzt habe ich auch noch eine Mail bekommen. Unwichtig. unwichtig. Willst du mal ganz kurz mit herkommen, dass wir mal wirklich überlegen, wie wir das vernünftig aufstellen wollen? Ich bin unterwegs. Danke dir. Weil ganz symmetrisch kriege ich es leider nicht hin. Deswegen nämlich. Also, ach, hast du nur Wrench dabei? Klar. So. Nix kannst du. So, dann kommen da jetzt Outputs hin, genau. Einer, zwei, drei und vier. Ich hoffe, dass sie oben ran können. Ich So. hoffe auch. So. Haben wir ganz kurz Spotify hier an. Dann wird das zugemacht. Da kommen die beiden rein. So, dann das. Und jetzt haben wir hier noch ein Input. Und wir haben hier noch einen Input. Ja, hat funktioniert. Gut. Hier kommt dann die Polyethylenpipe ran. Mit dem Fuel, was hier hinten dann irgendwo rauskommt. Was ich noch gar Ah. nicht hingelegt habe, fällt mir gerade auf. Shit, wie machen wir das denn hier? Ja. Strom von unten. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Auch wenn wir da ein bisschen Strom verschenken, aber das tun wir, glaube ich, sowieso. Und wenn diese Anlage vernünftig läuft, dann haben wir auch ein bisschen länger was davon. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt eine Verdopplung plus eine Versechsfachung dann. Wenn es dann irgendwann mal vollständig läuft, heißt das. Shit. Wir müssen ja noch eine Hydrogenproduktion machen.
Brauchen wir die hierfür? Ja. Stimmt. Da war ja was. Da hatte ich was rausgesucht. Warte mal. Was 4000 gebracht hat und was wir machen können. Warte, wie ist das da hinten in dem Ofen? Das wäre nämlich perfekt. Wir würden da noch so viel Zeug rauskriegen, was wir auch noch brauchen. Und 4000 Oxygen jedes Mal in 4 Sekunden. Waren das, glaube ich. Genau, Monazite. Ja gut, das, dann müssen wir die Monazite... sind 1,5 Sekunden. Dann muss das in den Electrolyzer machen. Ne, warte mal, was wollten wir jetzt da rausbekommen? Hydrogen. Hydrogen, genau, in den Electrolyzer. Und dann kriegt man Phosphat. Und das Phosphat kann man auch wieder in den Electrolyzer machen. Man kriegt 4000 Oxygen und Phosphorus. Das Ganze dauert allerdings doch keine 4,5 Sekunden. Sondern insgesamt... Warte. Lange. Das dauert ja wirklich lange. Ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Es würde halt knapp 100 Sekunden dauern. Insgesamt, weil man muss halt 5-mal das durchlaufen lassen, bis man 4000 macht. Ja, gut, es ist halt nicht insgesamt, du musst halt nur den längsten Schritt bedenken. Ja. Und ich glaube, es wäre einfacher, einfach hier eine Pumpe zu nehmen und das Wasser einfach zerlegen, weil dann können wir das Oxygen selber auch noch lagern. Gegebenenfalls. Ja. Weil Oxygen brauchen wir, glaube ich, für irgendwas anderes. Für dieses Galliumzeug, oder? Gallium Arsenik oder wie das hieß. Ja. Das heißt, da könnte man einfach eine Pipe dranlegen, die irgendwie priorisiert erst in den Drum reinlegt und dann einfach in eine Trashcan und gib ihn. Ich sehe gerade, warte mal. Wir können. Du kennst ja das Rezept ganz normal von Obsidian mit Ex Nihilo, ja? Ja. Und zwar kann man hier auch anstatt Wasser oben drauf, Lava oben drauf und dann in den Stone Barrel Wasser reinmachen. Dann kriegt man Cobblestone raus. Das heißt, wir bräuchten den Blockbreaker gar nicht. Das würde sich selber versorgen. Glaube ich nicht. Also wenn man da drüber... Die Lava geht ja nicht weg. Sicher? Ja, das ist einfach nur drüber placen. Ja, gut, aber können doch auch so lassen, also... Ja, ich meinte es jetzt, läuft so, jetzt hätte man grad vielleicht so ein teures Solarpanel gespart. Ja gut, das stimmt allerdings. So! Ich würde das hier auch lieber an eine Batterie machen, dann irgendwie noch was anderes benutzen, weil das reicht halt locker für das Teil. Das reicht noch für den zweiten oder dritten sogar. Rockbreaker. Ja, also, jetzt ist so viel die Energie. Frage... Immer schlafen? Ja, es muss nur einer. Ja, ja, hab ich doch gesagt, ich geh mal schlafen. Ach so. So. Willst du mal ganz kurz runterkommen? Mir gefällt das nicht wirklich, aber mir fällt nicht ein, wie. Mir fällt nichts ein, wie das vielleicht ein bisschen schöner werden könnte noch. Sekunde, ich muss ganz kurz eine Antwort nach. Antworten. Du musst. Wie schlimm sowas. Ja. So, was soll ich jetzt machen? Einmal runterkommen und gucken. Ja. Ich sehe zwar die Kabel nicht, aber ich weiß, dass hier der Box da ist. Da. Ne, wir machen es doch so. Ja, stimmt, du siehst die ganzen Kabel alle nicht. Ich sehe nur, dass du gerade Luft platzierst. Ja gut, dann musst du sonst mal eben im Stream am besten reingucken. Kann ich machen, ja. Läuft. Also, ich weiß nicht, wie man es noch schöner hinkriegt aktuell. Ich würde das von mir aus, können wir es auch so lassen. Okay. Aber mich stört es jetzt nicht. Wir sind ja sowieso nicht als oft hier oben. Ja, weil dann würde ich nämlich hier bei dem Gang sozusagen die das Light Fuel komplett langlegen und dann halt zu allen Boilern überall hin verteilen. Ja. Ja, gut. Okay, dann brauche ich jetzt noch hier Wasser. Das ist auch noch ein bisschen nervig. Ach stimmt, der muss ja auch noch Dampf abkriegen. Ja, dann muss ich hier doch. Ich hab mal geguckt, was man alles mit Lava machen kann. Deswegen ist mir das gerade auch aufgefallen.
Warte mal, man kann 4 von denen betreiben. Das Oha! Heißt, man kann, gut, das ist jetzt zwar 80 EU, aber man kann Lava in die Zentrifuge packen und man bekommt einfach Silber, Gold, Kupfer, Tin und Tantalium raus. 4 Sekunden dauert das, 100 Billy Buckets. Man kann einfach Lava da reinschmeißen, man kriegt Gold und sowas alles. Das bringt so, glaube ich, aber nichts, oder? Ja, naja, 4 Sekunden, Gold, das ist nicht schlecht. Shit, jetzt muss ich richtig hässlich bauen. Mir fällt nichts Besseres ein. Oh nein, ich will nicht. Du haust mich eh wieder. Spätestens wenn du reloggst und das siehst. Weil das wird halt hier richtig eng dann. Bei Reloggen nutzt ja eigentlich auch nichts, oder? Problem ist aber, ich kann es nicht hier besser machen. Zwei hin. Drei. Ja. Yeah. Warum hast du den davor? Damit ich hier hinten quasi. Nee, ich meine, warum du den Controller davor gebaut hast. Ach so, das war einfach nur Dummheit. Ach gut. So. Mich ja beruhigt. Ja. Nichts Schlimmeres. Weil dann würde ich nämlich hier die beiden Outputs hinbauen. Dann wir brauchen zwei Stainless Steel Pipes. Brauche ich. Die kann ich hier machen. Tut zwar am Herzen weh, aber... Ja, aber mehr brauche ich nicht. Für die ganze Anlage brauche ich nicht mehr. Na gut. So, das wird nur richtig hässlich werden mit den fetten, Wasserpipes. Ja. Ja, die ganz großen, zwei Stück. Okay, ich könnte hier noch nur schnell auf den ein paar Input Platten machen. Hier den Input... Boah, das ist so hässlich. Aber mir fällt halt absolut nichts ein, wie man das ein bisschen schöner machen kann bei gleicher Effizienz. Ja. Man könnte zwar noch größer bauen, aber ich möchte jetzt ungerne alles größer bauen, nur weil es oben, weil es unten nicht richtig verkabelt werden kann. Ja. Und es ist halt komplett so jetzt aufgebaut, dass wir es beliebig erweitern können. Und das hat eigentlich auch schon einen Mehrwert, finde ich. So. Und jetzt die Verschwendung des Jahrtausends. Ein Boiler, volle Leistung. Mit einer Turbine statt mit vier. Und diese Turbine läuft 90% der Zeit nicht mal. Und zwei habe ich für dich. Ach, wunderbar, wenn wir die hier hin platzieren, dann... Ja, ich brauche nur noch die Wasserpumpe. Und halt die letzte Ding hier. An den Output und dann über an die Steam-Turbinen ran. Wie soll ich das denn mit zwei machen? Ja, komm her, gib her. Ach, da ist schon einer. Ja. Oder wie meinst du? Ich meinte genau so, nur es sieht scheiße aus im Stream dann. Ach so, du hast sie jetzt auch nicht gesehen, okay. Ja, so. Also die Idee ist, dass hier quasi dann jetzt noch eine Turbine rankommen kann. Dann muss die Pipe hier halt noch zu einer Stainless Steel Pipe werden. Und dann kann man... Was ist das für eine? Bei mir steht nur Title.Pipe nehmen. Ach so. Also im Prinzip können wir das, ja, zweimal, also die Advanced Distillen hier nochmal zweimal hinbauen und einen weiteren Boiler. Ja. Und damit könnten, also mit zwei Boilern können wir 12 Stück betreiben. Oh. Oder? Ne, 10 Stück eigentlich nur. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Warum nicht? Wir haben 3 Turbinen. Ja, doch, stimmt, weil wir hätten dann 6 Turbinen. Und 8 wäre das dann. Das heißt, ab 3 Boilern würde es sich aufgehen, dass wir einen Boiler sparen mit dem Setup. Okay. Und da ich davon ausgehe, dass wir das brauchen werden, ja. So, kannst du mit ein paar Eimer Wasser herkommen? Ich schicke dich jetzt gerade mal ein bisschen durch die Gegend, dass wir die Anlage hier heute vielleicht noch zum Laufen kriegen. Ja, ich suche nur gerade Eimer, ich glaube, wir haben keine mehr.
Ja, das kann gut sein. Mach einfach ein paar mit der Trashcan leer, wo Hydrogen oder sowas drin ist. Neue gecraftet. Oder so. Gut. Boah, das tut mir echt gerade im Herzen weh. Boah, ich will nicht. Ist ja nicht so, dass wir hier noch eine volle Wasserdrum haben. Nö, ich nehm Eimer. Ja, egal. Gut, ich brauch halt eh die Eimer dann wegen platzieren. So. Naja, das macht nichts aus. Danke. Ja. Zwei hätten gereicht, dann kann man eine permanente Wasserquelle machen, aber okay. Ja, ich habe ein paar jetzt als 13 interpretiert. Merkt man. So, dann würde ich. Die Bronzekiste konnten wir nicht hochnehmen, wa? Nee. Leider nicht. Schade. Da ein Input.